Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Terraria. Wir streamen mal wieder. Und Peter hat noch seinen. Streamen wieder. Ja? Ich hab noch meinen? Seinen komischen Blob. Und den will der jetzt verlosen an Leute, die ihn haben wollen. Und dafür will er eine Challenge machen. Aber absolut Hardy korrekt. Kommt nicht drauf, deswegen geht er wahrscheinlich gerade am Ram. Wieso willst du nicht haben? Wird züchten, ja, okay. Ja, wir können die Challenge ja so machen. Gunter Juch 1. Ja, so, jetzt erklär doch mal die Challenge. Pass auf, die Idee war, ihr legt eure Sachen ab, weil sonst könnt ihr euch ja noch irgendwie retten oder sowas. Durch irgendeinen Scheiß. Und nehmt einen Gravitationstrank. Okay. Und ich bleib unten stehen und gucke, wer die dicksten Eier hat und quasi zuletzt den Gravitationstrank umlenkt. Aber trotzdem überlebt. Ja, auf jeden Fall. Klar, man muss überleben. Okay, das ist ja geil. Haben wir irgendwo noch eine leere Truhe? Das Sparschwein. Ja, wobei, das ist auch ziemlich voll, wa? Hier also ist eine. Die goldene ist mir. Goldene ist mir. Untere goldene neben den zwei blauen ist mir. Und dann haben wir die blaue in der Chat. Kein Expert-Mode mehr. Das ist aber schon alt. Das stimmt. Jetzt ist ja schon nichts Neues mehr. Das funktioniert auch nicht. Wir waren einfach zu schlecht für den Expert-Mode. Nee, oder wir hatten keinen Bock auf die ganze Farmerei. Das ist der eigentliche Grund. Ja, es war aber auch irgendwann richtig lästig, ey. Ich bin einfach nicht so der Grinding-Typ, weißt du? Deswegen hat mit Lineage damals auch keinen Spaß gemacht. Wieso schreibt da einer mein Greenscreen hängt schief? Was ist das für ein Troll? Jetzt schreibt das doch einer. Danke an Rikes Cry. Haben wir unten noch eine leere Truhe? Kennt ihr das Spiel Freelancer? Ich kenne das Spiel Freelancer, ja. Ich habe das damals sogar, glaube ich, mit Bram im Multiplayer-Modus gespielt. Ja, und zwar haben wir jedes Mal, oder das heißt jedes Mal, wir haben das Spiel auch sehr oft angefangen, haben angefangen dann irgendwie online so die perfekten Handelsrouten rauszufinden, haben richtig viel Asche gefarmt und dann, als das Spiel dann losgehen sollte, hatten wir keinen Bock mehr. Trucker Dave 18! Ja, ignoriert das einfach cool. Echt, okay, konnte man im Multiplayer spielen? Ich musste das nur schnell sagen, weil sonst hätte ich es wieder vergessen, weil die Einblendungen bleiben ja nicht so lange. Also es war so, dass man selber Server erstellen konnte. Haben wir auch gemacht, das war nicht so einfach, aber wir haben es dann hingekriegt, sodass man quasi durch dieses Weltall von Freelancer sich frei bewegen konnte mit seinem Kollegen und einfach halt Open World hatte. Man konnte dann handeln und was weiß ich nicht alles machen. Das war damals richtig hart sexuell, weil sowas hatte ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen. What the fuck. Aber, naja, wie Bram schon richtig sagt, hat das bei uns nie so ewig gehalten. Weil ich glaube, man konnte das nicht speichern oder so und ich musste den Server dann laufen lassen, was logischerweise nicht funktioniert hat oder irgendwie sowas. Why so noobie? Jetzt check ich's. Ja, Gemüse der Obst, ne? Ja, why so noobie? Ich habe irgendwie gerade. Ah! Einhörner! Einhörner! Direkt zwei. So, ich wäre soweit. So, ich jetzt gleich. Ich, Hardy, bist du jetzt mittlerweile da, weil du willst ja sicher auch mitmachen. Ach, hier ist ein Block drin. Was ist das denn? Was passiert hier gerade im Chat? Marc! Was ist das für ein Käfer? Vielen lieben Dank. Wer bist du denn? Angeblich sind wir offline gegangen. Ah, Dörpling. Alles klar. Hat nur 300 Leben. Ich wette, der tötet uns. Oder mich. Peter mit seiner Lanze da oder mit seinem Luftballon wohl eher. Danke an Madhouse 90. Was hast du denn da für ein Schwert, Hadi? Wieso, der Stream war weg? What the fuck? Offline, RIP? Orichalcum-Schwert. Ah, okay. Legendary. Okay, ach, das war das, ja, genau. Keine Ahnung, was das war. Okay, Hadi, willst du auch meinen geilen Blob? So. Ja. Alter, was ist das für ein Vieh? Mal, wer ging gegen King 1909? Das ist noch nicht so genau, wo ich meine Sachen hin tue. Die Truhen sind auch hier, die Truhe ist noch hier, genau die, wo ich offen bin. Die ist komplett leer. Wahrscheinlich auch im Sparschwein noch total den Bullshit.
Ah ja. Oh, es kam ja, kurz Altis, okay. Wahrscheinlich hat Dummi irgendwas mit Pizza mit TV verkackt. Erstmal die Schuld gemacht, Dummi. Kack. So, wo haben wir den Gravitationstrank? Federsturztrank? Ne, ne. Gravitationstrank. Ja, wir bräuchten ja, wir bald noch mal wieder ein paar. Aber jeder nimmt einen. Ja, das ist gar nicht so falsch. Achso, wir streamen heute bis 18 Uhr übrigens. 18 Uhr. Marathon Medalist. Ja, da musst du jetzt verteidigen, ja? Ja, das ist easy. Ah, guck. Moment, wie war das jetzt? Irgendwie, wer als letztes stirbt einfach, oder was? Nee. Wer am niedrigsten ist, also wer es schafft, zuletzt das Ding noch umzukehren, ohne zu sterben. Also wer es quasi schafft, mit dem Gravitation Potion am höchsten zu fliegen, ohne zu sterben. Ja, nicht am höchsten, sondern beim wieder runterfliegen. Ja, sehe ich dann ja, wann ihr quasi die Seite wieder wechselt von der Gravitation Potion. Ja, das heißt, also, fliegen wir dann nicht alle hier? Ich dachte, du bleibst jetzt einfach hier stehen, Moment. Wir machen das. Und der als letztes unten ankommt und noch lebt, hat ja gewonnen, aber weil er logischerweise am höchsten war. Fliegen wir dann nicht alle hier einfach nur umgekehrt an den Boden und drehen dann wieder um eine Sekunde, bevor das Ding zu Ende ist? Nein, man traut sich ja. Pass auf, wenn wir alle auf Peter draufstehen, ja, und den Gravitation Trunk machen. Ja, dann ist er hier an, oben. Und dann machen wir, dann drehen wir den um. Dann fliegen wir, würden wir beide jetzt wegfliegen, während Peter da stehen bleibt. Korrekt. Die Sache ist halt, wer von uns beiden traut sich quasi als letztes wieder umzudrehen, bevor wir sterben? Ach so, man stirbt man, wenn man zu weit nach oben fliegt? Nein, aber wenn wir auf den Boden wieder draufknallen. Ja, ich verstehe das zwar nicht, aber ich mach da das. Ich verstehe das ehrlich gesagt auch noch nicht. Du drehst einfach zweimal. Ich meine, mit dem Gravitation Potion kannst du ja jedes Mal die Welt drehen. So oft wie du willst. 3 Minuten lang. Ja. So, das heißt, wir schlucken den Trank, drehen die Welt, wir fliegen hoch. Also jetzt aus deiner Perspektive nach oben. Ja. Wir drehen, wenn wir meinen, dass wir hoch genug wären, ohne dass wir sterben, drehen wir wieder und fallen logischerweise wieder nach unten. Ach, und der so am höchsten gekommen ist, ohne zu sterben, der hat gewonnen. Das heißt, wer nachher am wenigsten Leben hat. Ja, und noch lebt quasi. Okay, alles klar. Das verstehe ich. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Krass. Nee, ich auch nicht. Deswegen ist es ja fair. Beziehungsweise, eigentlich ist es relativ simpel. Logischerweise, wenn wir alle gleichzeitig umdrehen, der jetzt letztes unten ankommt und noch lebt. Wobei, man muss dazu sagen, Hadi hat einen Nachteil. Der hat nämlich weniger Leben als ihr. Ja, das ist dann Hadis Problem. Ja, hätte er vor sich drum kümmern können, ja. Dann brauche ich ja gar nicht mitmachen, wenn ich sowieso einen Nachteil habe. Ja, wieso? Hab. Vielleicht klatschen wir beide auf und sterben und du stirbst nicht. Ja, und du überlebst. Ja, das ist aber unlauterer Wettbewerb. Ihr habt 80 Leben mehr. 80. Ja, oder wir fahren jetzt vielleicht erst noch. Ihr könnt ja viel höher fliegen als ich. Ja, aber vielleicht schätzen wir das ja voll falsch ein, klatschen beide am Boden und sterben und du fliegst nicht ganz so hoch und überlebst. Ja, vielleicht ist aber ein schlechter Faktor. Ja, kannst du das abschätzen, ab wann du stirbst? Nee. Ja, siehst du? Ja, auch nicht. Aber 80 Leben sind schon ordentlich. Ich hatte das so gedacht, ihr fliegt so hoch, dreht das wieder um, sodass ihr quasi wieder in meine Richtung kommt. Und ich gucke, wer es schafft, am spätesten dann nochmal wieder umzudrehen. Und der bekommt das dann. So quasi, der gerade schafft so, sich nochmal davon zu befreien, nicht aufzuklatschen. Genau, das war meine Idee. Das könnte man auch machen. Und das ist dann vom Leben auch unabhängig. Ja, dann lass das doch machen. Dann schreist du, also dann gehen wir nach oben und du sagst, wenn wir oben sind, soll jetzt bitte fallen wieder. Und genau, dann richtig. Und dann gucke ich halt hier, das ist logischer, also das ist zugegebenermaßen dann ein bisschen von meinem Augen halt abhängig. Ja, gut. Also Millimeter genau kann man das dann logischerweise nicht bestellen. Das macht doch nichts. Also für mich ist das okay. Okay. Dann hat Hadi nämlich auch das gleiche, die gleiche Chance. Okay, also was jetzt? Hochfliegen. Hochfliegen, bis ich sage, wieder drehen. Ja. Und dann fallt ihr alle. Und dann müsst ihr versuchen, so lang wie möglich wieder zu fallen und im letzten Moment erst wieder das Ding umzudrehen und ich guck, wer das als allerletztes macht. Eventuell sollten wir das relativ, also ich hoffe, das dauert nicht länger als 3 Minuten, weil ich habe gerade aus Versehen meinen Trank geschluckt. Was muss man denn drücken nochmal, um das umzukehren? Up oder down? Also die Pfeiltasten hoch und runter, ne? Genau, Pfeiltasten. Okay, also im Endeffekt, warte, dann gehe ich hier nach rechts. Nee. Funktioniert bei mir nicht. Oh Leute. Was denn, was ist es denn jetzt? W und S. Nee, nur W. Wow. Nur W. Wow, ich hab den Ultra-Lag gehabt. Das ist nur weh. Ich geh mich mal eben rein. Wow. Alles klar. Hadi hat jetzt schon mal verkackt. Ja, wow. So, ich sollte mal aus der Gruppe gehen, dann kann ich nämlich besser erkennen. Nein. Alter, wie schnell man fällt, ist echt der Wahnsinn. Hättest du nicht trainieren? Nee, aber ich hab aus Versehen halt weh gedrückt, als ich gesprungen bin.
So, 2 Minuten habe ich noch. Ja, ich meine, wir haben ja noch Hardy jetzt nicht gerade so krass. Ja, wir haben ja noch genug Tränke. Wir haben 20 Tränke gehabt. Dann soll Hardy sich kurz heilen, den Trank einwerfen, das ist gut. Holzzimmer! Wann kommt die nächste Highlights-Folge? Gerade aufgenommen und schon geschnitten tatsächlich, also morgen. Und ich freue mich drauf, weil die Folge ist geil geworden. Hast du mehr Kills als letztes Mal gemacht? Das will ich natürlich nicht sagen. Ja, aber letztes Mal waren es 0. Also hast du zumindest einen gemacht. Okay. Letztes Mal waren 0. War nicht letztes Mal 0? Oder war es vorletztes Mal? Das kann natürlich sein. Darkroom 7, 79, 97. Dankeschön. Ja, vorletztes Mal. So, alle den Trank geschluckt? Ja. Jawohl. Eine Chef. Minute habe ich jetzt noch. Okay, alles klar. Ey, komm mal wieder runter! Oh, oh. Lol, wow. Warte. Ich kann mir schon mal meinen neuen Trank holen. Ich check das nicht, warte! Du musst nur W drücken, dann dreht sich die Welt um. Ja, jetzt drück da mal. Hadi, hörst du trainieren? Ich hab noch 8, ja, mach ich Sekunden. Überhaupt nicht. Ich check das okay. nicht. Okay. Ja. Drück das in 3, 2, 1, jetzt! Hier, sie fliegen hoch. Sie fliegen hoch. Wie viele Sekunden hast du noch, Christian? 46. 46, okay. Alter, wir sind gleich im Weltall, Peter. Du musst über. Okay, alles klar, jetzt umdrehen! Okay. Moment. Ich hab war das da unten? Ja. Tun wir? Alter, ich sehe mich kaum. Also ich hab den mega Lex. Da sind Harpien! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das dauert noch ein bisschen, Peter. Da, ich sehe. Alter, Leute. Ihr wart alle gleich gut. Echt? Das ist kein Witz. Ihr wart alle in der letzten Sekunde. Okay, das ist super. Scheiße. Das ist ja jetzt ärgerlich. Ja, komm, ich verzichte. Ja, ja ich komm, verzichte die sollen auch. Haben. Ja, okay, dann nehme ich ihn. Christian, du hast übrigens deinen Slimehook hier verloren, ne? Ja, weil ich gestorben bin. Ich hole den sofort wieder. Ja, die hat nicht gewonnen, die Bombus. Die waren alle gleich gut. Ich hab gewonnen. Das ist aber nice. Nein, hast du nicht. Die schreiben das nur gerade alle, aber das ist Unfug. Unfug? Schreibt er Unfug? Sagt er. Du warst nur als Erster unten, weil du als Erster reagiert hast, aber du hast trotzdem genauso auf die letzte Sekunde wie alle anderen gedrückt. Sepp hat gewonnen! Ja, ich glaube, Sepp hat gewonnen. Christian, hier liegt jetzt noch dein Slimehook, ne? Ja, ich hab mich gerade wieder ausgerüstet. Bleib mal geschmeidig, Peter. Ja, ich will nicht hier irgendwas damit passiert. Bleib mal ein passiert. Bisschen schleimig. Ja, Mann, ich bin schon schleimig. LOL! Was ist denn jetzt passiert? Okay, du kriegst deinen Slimehook schon da wieder. Da habe ich kurz minimiert. Aufnahme hat nicht aufgehört. Wow. Yo. What the fuck? Schon wieder minimiert. Okay, ich darf in diesem Spiel nicht mehr Escape drücken. GL Whips! Wie mache ich denn Action. Da mein Inventar zu? Weiß das jemand? Escape. ja. Scheiße. Ich sammle mal deinen Slimehook kurz auf, ja, damit ja. Der nicht despawnt. Der ist sicher. Da bist du doch. Ach lol, auf dem Pferd kann ich nicht rennen. Auf dem Pferd? Auf dem, ich krieg keinen Boost des Rennens. Das ist korrekt. Peter, gib mir meinen Hook. Das ist ja voll Bill oder das Ding? Ich stehe neben dir. Du kannst mega hoch springen. Ah, da bist du. Ich sehe dich nicht. Gar nicht. Dankeschön. Ich kann hier, ohne doch, kann ich höher schon. Springen. Ernsthaft? Tingu! Ja, tatsächlich. Oh nein. Weil ich kann damit auch keinen. Ja, geil. Also ich werde das Spiel wahrscheinlich mal eben neu starten, denn jedes Mal, wenn ich Escape drücke, minimiert mein Lol, Spiel. Lol, hat der Kopf was gelöscht oder was von deinen Gegenständen? Mhm. Und zwar, was denn? Das Schwert. Es war nur meine Palladium-Rüstung. Die ganze? Wie hast du das denn hingekriegt? Die Brustplatte. Ja, ich dachte, ich kann mit Shift... Ja, dann bauen wir dir halt schnell eine neue, ist doch gut. Ja, ich baue mir schnell eine neue. Ich habe ja noch ein paar. Ja, okay, dann mache ich hier mal kurz einen Cut.